genannt. Von innen nach außen, Breitkopf, Bredau, Jeute, Dammermann, Koch und Schlegel. Marvin Schlegel, der ja die Hallen-EM-Norm von 46,35 schon unterboten hat in diesem Winter, der läuft außen. Und zieht hier auch als erstes nach innen, dahinter Marc Koch und dann Kevin Jeute. Das die ersten drei. Schlegel mit langem Schritt auf der Gegengeraden, macht eine kleine Lücke zwischen sich und Marc Koch. Und dann kommen sie auf die Zielgerade. Marvin Schlegel, Marc Koch, Kevin Jeute und so bleibt es auch. 46,27 Sekunden deutsche Jahresbestleistung für den deutschen Meister über 400 Meter, für Marvin Schlegel.